Mittwoch, der 30. Oktober, Medienprobe im Theatersaal. Das Stück »Falsche Schlange« von Ellen Eichborn. Dies ist genau solch ein kostbarer Moment der Kreativität. Hervorragend in Szene gesetzt, überragend gespielt. Doch wer ist sie eigentlich, die titelgebende »Falsche Schlange«? Ellen Eichborn, Großbritanniens populärster Gegenwartsdramatiker, verfasste mit diesem Stück ein packendes Katz-und-Maus-Spiel, das mit immer neuen Wendungen aufwartet. Es geht um ein Erbe. Zwei Schwestern haben ihren Vater verloren. Eine davon hat er mit seinem Erbe bedacht. Und dann kommt die ehemalige Pflegerin und stellt auch ihre Ansprüche. Und wir wissen nicht, wer hat hier Recht, wer hat hier Unrecht. Jahrelang haben sich die beiden Schwestern Annabel und Miriam Chester nicht mehr gesehen. Als junge Frau war Annabel von zu Hause weggelaufen und nach Australien gezogen. Zurück ließ sie ihre jüngere Schwester Miriam. Als Schauspielerin finde ich es eine Herausforderung. Es ist spannend, man muss irgendwie dranbleiben, man muss sehr wachsam, man muss sehr nah an den beiden Kolleginnen, mit denen ich spiele, dran sein. Und für den Zuschauer, glaube ich, hat es alles. Ich glaube, es hat Momente, die total makaber lustig sein können. Aber ich glaube, es gibt auch Dinge, die man mit nach Hause nehmen kann und drüber nachdenken kann. Und sie ist auch Krankenschwester. Und sie hat gesagt, wenn die wissen, wonach die suchen müssen, dann können die das. Und dann... Der Vater verstorben und angeblich soll Tochter Miriam die Mörderin sein? Jedenfalls Krankenschwester Alice Moody verlangt 100.000 Pfund von Annabel. Ansonsten verrät sie der Polizei, dass die Schwester Miriam ihren eigenen Vater umgebracht hat. Die allerdings hat kein Geld. Als letzte Bosheit hatte ihr Vater seinen gesamten Besitz nicht ihr, sondern ihrer Schwester Annabel vererbt, die als Teenager von zu Hause weggelaufen ist. Ein ungleiches Paar, diese beiden Geschwister. Für die Darsteller auf der Bühne eine große Herausforderung. Miriam Chester ist die kleine Schwester von Annabel Chester und sie wohnt in diesem Haus und hat ihren Vater umgebracht. Das ist eine große Herausforderung, weil diese Rolle sehr weit weg von mir ist und ich auch sehr körperlich arbeite, um das irgendwie, um diese Rolle zu formen. Und es fällt mir sehr schwer, mich in sie hineinzuversetzen. Es wird so der, ich sag mal, der schwarze Peter wird so hin und her gereicht zwischen allen dreien. Und das ist, glaube ich, spannend als Zuschauer, Zuschauerin zu überlegen, na wie, wer erfüllt denn jetzt den Namen des Stückes? Sehe ich gerade nicht. Ach die andere. Eine geheimnisvolle Krankenschwester, zwei Schwestern, wie sie ungleicher aber nicht sein könnten. Ein Vater, der die beiden noch über den Tod hinaus beherrscht und eine überaus hinterhältige Intrige. Das sind die Elemente, aus denen Altmeister Ellen Eichborn diesen raffinierten Psychokrimi gebaut hat. Meisterhaft in Szene gesetzt von Regisseurin Katja Mikan. Ein packender Thriller und zugleich eine vielschichtige Charakterstudie dreier herausragender Darstellerinnen. Gespickt voll mit falschen Fährten, überraschenden Wendungen und hintersinniger Gesellschaftskritik. Die falsche Schlange, eine bitter-groteske Boulevardkomödie im Jungen Staatstheater Parchim. Ein Stück mit Tiefgang, unbedingt sehenswert. Also auf keinen Fall verpassen.